Ich bin schon 22 Jahre Profi-Handballspieler. Ab meinem 9. Jahr spiele ich Handball. Ich finde das eine wunderbare Sportart. Mir ist das passiert im Training. Ich habe in meinem linken Arm gespürt einen elektrischen Schock. Und nach 10 Minuten habe ich meine ganze linke Seite habe nichts mehr gespürt. Der Schlaganfall ist eine der allerwichtigsten Notfallsituationen in der Medizin und deshalb jede Minute zählt. Mein Trainer hat sofort Notfall angerufen und dann meine Symptome erzählt. Also die häufigsten Symptome von einem Schlaganfall sind nach einem Akronym in der englischen Sprache FAST. Kurze Zeit ungefähr war ich schon in MRI, CT. Ich bin nur dankbar, weil ich hier schnell in Kaiser gekommen bin und Pflegerin bis Oberarzt, einfach, dass alle war so nett. Bei Dragan ist die ärztliche Vorstellung sehr schnell erfolgt und deshalb ist es zu einer sehr guten Genesung gekommen. Und er ist aktuell ohne Symptome und kann so leben wie früher. Meine Empfehlung für Leute, wer hat das erlebt, muss man positiv denken und ein Ziel setzen. Ich will wieder laufen, wieder sprechen, richtig sprechen und wieder ein normales Leben zu haben.